was ist bloß in mich gegangen? Junge, Junge, das war aber ein schweres Geschütz. Ich wollte ja nur eine trockene Bemerkung machen und da kamen diese nassen Tränen von dem Fräulein Doktor und da war's aus, ne? Teure Tränen kosten dich die Hälfte deiner Pension. Na, ich habe noch die andere Hälfte. Willst du dich nicht wenigstens beim Motzmann entschuldigen? Ach, Blödsinn, Menschenskind. Der schenkt mir doch kein Gehör. Der leiht mir ja nicht mal sein Ohr, dieser Geizkragen. Außerdem, ich bin ein Gentleman und dabei bleibe ich auch. Ich will dir sagen, was du bist. Du bist verrückt. Oh, sehr freundlich, sehr liebenswürdig, sehr nett. Das ist es, Willi. Du bist verrückt. Du bist total übergeschnappt. Ja, du bist blemblem, ballerballer. Hat Motzmann nicht selber gesagt, du bist nicht ganz bei Trost? So, und dem trittst du in die Seite, was? Na, du bist mir ja auch ein schöner Freund. Unsinn, ich will dir doch nur helfen. Wenn du für deine Taten nicht verantwortlich gemacht werden kannst, weil du ja nicht zurechnungsfähig bist, dann müssen sie dir die volle Pension zahlen. Die volle Pension? Das willst du doch, oder? Nur ob ich das will. Als 10-Jähriger habe ich mich schon auf die Pension gefreut, Felix. Na, siehst du, also stell dich verrückt. Warum erstellen? Vielleicht bin ich schon längst, hat bloß noch keiner gemerkt. Hör zu, Willi, es geht um deine Zukunft. Du musst spinnen, um dein Leben spinnen. So gut spinnen, dass du dir schon selber sagst, nein, nein, das ist nicht gesponnen, ich spinne, verstehst du? Vielleicht lassen sie dich sogar untersuchen, dann darfst du auf keinen Fall aus der Rolle fallen. Ja, aber Felix, wenn die nun feststellen, dass 35 Jahre lang ein Irrer hier im Finanzamt gesessen hat, was ist dann? Ach, das fällt doch gar nicht auf. Ah ja. Aber wie stellen wir das am besten an? Ja, wie stellen wir das? Ich weiß. Ich gehe zu Motzmann rüber, hau ihm eine runter. Ja, das ist gut. Ja. Das heißt, das ist natürlich ganz schlecht. Ah. Aber Motzmann, das ist gut. Und zwar werde ich rübergehen. Moment. Wer ist hier verrückt? Du oder ich? Du. Na. Das will ich ihm ja gerade klar machen. Herr Regierungsrat, ja. Sie dürfen das dem Kollegen Winzig nicht übel nehmen. Glauben Sie mir, manchmal ist er nicht ganz richtig im Oberstübchen. Erst heute Morgen, als ich ihm die Frühstückseier hinstellte, fing er plötzlich an zu gackern. Ja, mit den Flügeln zu schlagen. Na, geben Sie sich keine Mühe, mir machen Sie nichts vor. Ich will Ihnen gar nichts vormachen, aber ich muss es doch wissen, ich bin sein bester Freund. Manchmal hält er sich sogar für Napoleon. Und Sie halten mich wohl für sehr naiv, dass ich solchen Blödsinn glauben soll. Gehen Sie jetzt bitte. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Er schlafwandelt auch. Jetzt? Am hellen Mittag? Ja, um diese Zeit schlafen hier viele Leute. Willichen, wach doch auf. Wo bin ich? Sehen Sie, er spricht auch im Schlaf. Bin ich im Himmel? Ist das ein Engel? Na, im Gegenteil, das ist der Herr Motzmann. Also, Sie scheinen sich wirklich nicht wohl zu fühlen. Doch. Willi. Ja? Was habe ich hier in der Hand? Das kenne ich, ein Klavier. Da sehen Sie. Sie sollten sich schonen, gehen Sie lieber nach Hause. Nein, ich bin besessen. Ich bin pflichtbesessen, bin ich. Gib mal das Klavier hier. Komm, hier. Bitte. Komm, hier. Ja, was machen Sie denn da? Au! Bitte, sind Sie verrückt? Ja, natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Ne? Ich will ja was trinken. Trinken, ich will. Ach, hier ist ja was zu trinken. Wollen wir Brüderschaft trinken, ja? Ich heiße vorne Willi. Wie heißt du denn vorne? Willi, das lässt jetzt aber wirklich sein. Dafür wirst du ja blau. Blau, schau wem. Prost. Meine Pillen, passen Sie doch auf! Das Menschen Pille ist ein Himmelreich. Was? Ja. Hey, das ist ja... Schinkenklopfen. Wer war's? Herr Winzig, Sie! Nein, ich war's nicht. Ja, wer denn sonst? Hier, der alte Fritz war's. Komm, ich bin der Chef, los. Anschnallen, bitte. So. Also, dann bis heute Abend auf dem Empfang. Ich bringe übrigens eine reizende Dame mit, die dich kennenlernen möchte. Oh, okay. Fräulein Engel zum Diktat. Sie kommt nicht, weil ich sie brauche. Was? Schreit er das so? Die Arbeit schreit. Und Sie bleiben hier. Ruhig. Arbeit schreit, ist gut, ja? Ja, nur immer fleißig Akten schreiben. Da kommen wir schon wieder raus aus dem Flamassel. Staatssekretär Kuhländer. Inspektor Winzig. Hm. Was machen Sie hier? Ja, ich mache hier alles, was uns bei der Bevölkerung unbeliebt macht. Ja, da hörst du's. Aber sonst geht es Ihnen gut. Ja. Sind Sie mit Ihrem Gehalt zufrieden? Ja, ich kriege circa ungefähr 811 Mark 31 brutto. Wöchentlich? Monatlich.
Und davon können Sie leben? Nein, nein, nein. Aber sparen kann ich mir was davon. Warum bezahlt ihr eure Beamten so schlecht? Wegen der Pension, die sie mal bekommen. So ist's. Erst wenn es bei uns nur noch Beamte gibt, dann können wir die Steuergelder unter uns aufteilen, nicht? Sie sind der geborene Finanzminister, oder? Herr Doktor, wenn Sie wollen. Haben Sie nicht gehört? Ich diktiere hier, ja? Na schön, dann kommen Sie später zu mir. Bitte schön. Ja, was denn? Sie lassen sich das von mir gefallen? Sie schreien mich nicht an? Warum soll er Sie anschreien? Weil er Ihr Vorgesetzter ist? Na, ich finde das sehr vernünftig, dass Ihnen nicht gleich das Herz in die Hose fällt. So, das finden Sie vernünftig, ja, dass mir nicht gleich was in die Hose fällt? Winzig. Aber Herr Staatssekretär, sei es doch vernünftig, das dürfen Sie nicht vernünftig finden. Winzig. Ach, was ist das hier überhaupt für ein Saftladen? Mich hier. Das ist jetzt hier Akten, das sind alles Akten. Winzig. Hör Sie auf, Herr Ruhe. Das ist doch alles Mist hier. Und das ist Kaffee. Und das ist kalter Kaffee hier, ja? Bitte schön, aus diesen alten Akten kommen wieder neue Akten, die sprießen und sprießen und sprießen und sprießen. Ich bin nämlich nicht ganz richtig. Och, Sie sind goldrichtig, mein Lieber. Ich komme vom Land, ich verstehe, was vermisst. Ja, aber... Nein, ich finde es großartig, dass Sie nicht alles in sich hineinfressen, dass Sie mal richtig Luft machen. Ich wollte, ich hätte lauter solche Mitarbeiter. Sie sind der normalste Beamte, der mir hier begegnet ist.